Hey ihr lieben Gartenfreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich habe meinen Lavendel längst schon geschnitten. Du hast es jetzt vergessen und fragst dich, soll ich die Schere noch ansetzen oder lasse ich das lieber? Kann ich dadurch sogar einen Schaden verursachen? Was du jetzt machen musst, wenn du vergessen hast, deinen Lavendel zu schneiden, das zeige ich dir jetzt. Ja, je nachdem, wann du jetzt vergessen hast, den zu schneiden, kann das verschiedene Auswirkungen haben. Der Lavendel wird einmal im Frühjahr geschnitten und er wird einmal im Spätsommer geschnitten. Wenn du den jetzt im Frühjahr nicht geschnitten hast, kannst du das natürlich jederzeit nachholen. Ja, die Pflanze wird dadurch keinen Schaden nehmen. Das Einzige, was halt passiert, wenn du immer näher an den Sommer herankommst und dann zu spät schneidest, dann bleibt eben die Blüte dieses Jahr fern und dann blüht er eben nicht. Aber es ist wichtig, den Lavendel zu schneiden, weil wenn er immer weiter hoch wächst, dann verkahlt er von unten. Und deshalb solltest du dann gegebenenfalls den Schnitt nachholen. Dann musst du mal deine Pflanze begutachten und schauen, ist die schon so ein bisschen am Verkahlen? Dann würde ich auf jeden Fall die Schere ansetzen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sie auch noch einmal wachsen lassen und dann aber wirklich im Spätsommer nach der Blüte schneiden. So, was ist jetzt, wenn du das im Spätsommer vergessen hast, dann ist das schon ein bisschen heikler, denn dann kommt ja irgendwann der Herbst und somit auch das kalte Wetter. Und wenn du jetzt dann zu spät in den Herbst hinein deinen Lavendel schneidest, dann können die ersten Froste kommen und die frischen Schnittstellen, die können dann eben Schaden bekommen und dadurch kann der Lavendel kaputt gehen und kaputt gehen bis ins alte Holz und aus dem alten Holz treibt er dann nicht wieder aus. Das heißt, das solltest du dann ja lieber nicht machen, den zu spät schneiden. Ja, bis wann kann ich denn meinen Lavendel jetzt schneiden, wenn ich das eben im Spätsommer vergessen habe? Man fängt ja meistens so Juli, August an, den zu schneiden und da hat man ja dann so 8 Wochen Zeit. Ja, du solltest, ich sag mal so, Maximum, absoluter Maximum bis Ende September den Lavendel geschnitten haben. Man kann auch schon mal Pech haben, dass man im Oktober schon Frost kriegt. Ich würde lieber auf Nummer sicher gehen und den wirklich ja bis in die erste Septemberwoche geschnitten haben. Ansonsten wirklich lieber nicht mehr die Schere ansetzen, weil sonst läufst du hier Gefahr, dass die Pflanze kaputt geht. Was du dann machen musst, ist natürlich gleich im Frühjahr, wenn es keinen Frost mehr gibt, wenn der Frost nicht mehr zu erwarten ist, dann den Lavendel entsprechend zurückschneiden. Ja, du kannst natürlich auch im September oder spät im September, sogar noch im Oktober, deinen Lavendel zurückschneiden. Dann allerdings gucken, wie das Wetter ist, dass es warm genug ist, dass er auch wieder austreibt. Und wenn er dann ausgetrieben ist und die ersten Froste zu erwarten sind und die Pflanzenteile noch jung sind, dann müsstest du die Pflanze abdecken und vor Frost in dieser Zeit schützen. Ja, wenn du den Lavendel nicht regelmäßig zurückschneidest, dann verkahlt er. Und deshalb habe ich dir hier einmal ein Video verlinkt, was du machen kannst, wenn dein Lavendel verkahlt ist. Und natürlich auch nochmal ein Video verlinkt, wie man den Lavendel richtig schneidet. Denn das ist nämlich auch wichtig, wenn man da Fehler macht. Auch dann kann man Schaden an der Pflanze verursachen. Ja, ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wer es noch nicht tut, kann mich gerne abonnieren. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin.